ich das Zeug noch habe. Ich müsste es aber eigentlich haben. Also hier haben wir das. ...47 davon... ...Flüssigkeit. Geil. Dann machen wir uns magische Truhen. Leute, wir machen uns magische Truhen. Das wird gut. Stauraum. Kleine Truhe. Ich muss erst kleine Truhe herstellen. Okay. Damit ich die herstellen kann. Sehr gut. Jetzt haben wir eine magische Truhe. Juhu! Das ist doch schon mal was. So, Wandfackeln nehmen wir mit. Und eine magische Truhe. Das ist doch geil. So. Die magische Truhe. Das ist schon ein echter Fortschritt ist. Die packen wir mal. Packen wir die hier direkt daneben? Die packen wir direkt mal dahin. Das ist okay. Hier mache ich dann noch ein bisschen Mobiliar hin. Das passt dann auch. Bap. Bap. So, Wandfackeln. Ach, shit. Wollte ich doch gar nicht. Scheiße, wie waren das jetzt? 5. War denn das? Bin ich jetzt zu doof, um die Handfackel hier wegzunehmen oder was? 4. Sturm. Sturm. Z. Ups, bin direkt rausgerutscht. Da sollte die auf jeden Fall nicht hin. Mist. Das war so nicht geplant. Also auf jeden Fall hier neben dem Eingang. Z. Halt, Quatsch. Nee, ist auch nicht so gut, ne? Wir hätten wir die besser dahin packen können. Pass auf, eine haben wir ja noch. Direkt neben dem Fenster ist auch ein bisschen doof. Über der Truhe? Müssen wir noch mehr herstellen. Okidoki. So, die anderen Truhen haben wir auch noch. 4 Stück davon an der Zahl. Diese normalen kleinen Truhen. Ich finde das auch ein bisschen umständlich gemacht, dass man alle Truhen dann einzeln hier rauspicken muss. Halt auch ein bisschen doof. So, eine kriegst du noch. Packen wir hier hinten noch mit hin. So, okay. Hast du ein bisschen Truhe? Hier machen wir noch Tische und so weiter. Aber das machen wir erst in der nächsten spannenden Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wäre cool, wenn man noch so ein Dings hätte für eine Schmiede oder sowas. Halt, eine Sache machen wir noch. Wir müssen den Dings umziehen lassen. Das will ich jetzt noch fertig machen. Sporen, Harz. Ach, Metallschrott haben wir auch noch am Start. Nee. Deko kommt später. Das werde ich dann offscreen machen. Meine Bauhammer schon mal wegpacken. Das können wir hier reinpacken. Ja, und dann packen wir die Schmied hier rein, ne? Ja. Oder direkt hier so davor? Oder müssten wir ja ran, ne?
Oder packen wir den hier so hin? In der Mitte? Ja, ne, das ist okay. Das kann man anbieten. So, dann machen wir einen wunderschönen Screenshot. So, okay, halt. Metallschrott. Kohle, Teer. Nee, warte mal, Metallschrott war in der anderen, war in der Herstellungsdings hier, So, dann können wir nämlich was machen. Außer Metallplatten haben wir leider nichts. Noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, Teer kann auch noch mit rein. Holzscheite. Ja, why not? Nutzen wir doch gleich mal den Kram. Stofffetzen brauche ich hier nicht. Schutt brauche ich hier wahrscheinlich auch nicht. Äste brauche ich hier auch nicht. Gut. Den Rest tragen wir jetzt wieder hier rein. Haben wir hier den Dings rein? Nein, haben wir nicht. So, das passt. So, das passt auch. Am Schutt packen wir hier mit rein. Tränke packen wir. Nehmen wir uns die Tränke mal raus hier. Miasmaholz ist Baumaterial. Fasern auch. Salz brauchen wir später. Ich werde mal folgendes machen. Ich werde mal was ablegen. Und zwar 21, 28. Die ist besser. Ja, dann legen wir hier die Epic-Waffe rein. Brauchen wir nicht. Dann legen wir das hier rein. Brauchen wir nicht. Wo habe ich jetzt meinen Bauhammer gelassen? Da unten. Okay, also Gesöffe raus. Bauhammer raus. Hier machen wir nur Futter rein. Garn. Glühwürmchen ist Material. Spitzhacke nehmen wir raus. Knochen nehmen wir raus. Du kannst da rein. Wie gesagt, man muss immer zwischendurch ein bisschen aufpassen. Dietriche nehmen wir mit. Das ist Material. Bauhammer. Okay. Also das. 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 Wachs. Ist auch Material. Gehört hier auch nicht rein. Wenn dann nur Honig. So, du bist auch das. So, okay. Ne? Futterkiste. Die untere ist jetzt eine Futterkiste. Schutt, Stein, alte Bücher. Äste mit rein. Und das Miasmaholz. So, dann haben wir hier auch nochmal Maiskolben. Futterkiste. Muss man ein bisschen. Ist auch Material, ne? Ist auch Material. Alles Material. Knochen. Garn. Tierfell. Pflanzenfasern. Das ist Wahnsinn, was man alles mit sich rumschleppt. Wachs. Aurelinblume. Okay, sollte. Guck mal da noch mit rein. So, was ist das? Den Bauhammer packen wir hier mit rein. Das ist auch Material.
Futter da unten. Beeren, 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 Tomaten, Maiskolben. Wir haben ja genug Zeugs da, so ist es ja nicht, ne? Tränke vielleicht? Ah, es geht nur auf den 5er Stack. Schade. So, das hier packen wir auch mal rein. Vielleicht brauchen wir es für einen Alchemisten. So, dann sind wir jetzt gut ausgerüstet. Jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir mal, was Faktum ist. Also, da oben wird uns angezeigt, da sollten wir eigentlich hin. Dann gehen wir da auch hin. Kleine Feuersteinmine da. Wie kommen wir denn? Am besten wir gehen über die Brücke. Direkt über die Brücke. Wir gehen über die Brücke, komm. Kleiner Spaziergang. Schadet nicht. Halt. Durchskippen. Danke. Auf geht's. Und die Sammelleidenschaft kriegt schon wieder ganz hart. So. Wenn ich, wie gesagt, Fasern oder so weiter sehe, nehme ich die mit. Die brauchen wir eh. Für Dächer. Wo war denn die Brücke jetzt? Direkt drauf zu. Direkt drauf zu. Und wir werden uns auf jeden Fall mehr Schreine setzen. Der Tipp kam nämlich auch in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Ja, du und deine Ausdauer, ich weiß. Ein bisschen langsamer. Der Tipp kam, dafür bin ich sehr dankbar. Habe ich genug? Ja, das reicht. Er muss runtergehen. Na gut. Guck mal, hier ist was. Oh, guck mal. Will ja nichts sagen, ne? Aber hätten wir mal eher drauf gucken sollen. Ja, ja. Wir wollen ja darüber. Keine Sorge. Danke, dass du es uns anzeigst. Metallschrott. Aber hier waren wir ja auf jeden Fall schon mal. So ist es ja nicht, ne? Okay. Ui, reicht's noch? Reicht's noch? Reicht's noch? Nein, reicht. Doch, reicht. Oh, jetzt die Fallen. Die kann man übrigens wunderbar mit. Hallo? Kuh? So auslösen. Dann ist keine Gefahr mehr. So. Okay, die Dinger hier kann man auch abbauen. Auch Metallschrott. Okay, du willst Ärger? Na komm, schieß doch. Ich glaube, Spinne. Ah, sehr gut. Hätten wir uns auch hinlegen können. Warte mal, können wir die eigentlich abbauen? Das würde ich mal interessieren. Das ist ja auch Metall. Ah. Das geht anhand nicht. Aber das geht. So, Metallschrott. Ja, hier ist da auch noch was. Können wir nochmal durchsuchen. Okay. Auch noch Metall nach. Teil aus. Ne. Das bringt nichts. Wieder runter. So, wie gesagt, wir gehen jetzt zu der Warte. Ne.
So, die Warte, da sollen wir da hin. Da waren wir auch beim letzten Mal. Ich glaube, wir müssen hier rum, ne? Oder wir gehen irgendwie auf den Turm da, wenn wir können. Vielleicht können wir ja rüberfliegen. Das Lager. Also ich glaube, da war ich beim letzten Mal. Ganz kurz gucken. Krypta der Erbauer, da ist der Schmied. Schrein der Flamme zu Hause. Ja, da haben wir unseren anderen Altar hingebaut. Zum Spawnen. Und da holen wir uns auf jeden Fall dann mal wieder bei Gelegenheit. Oder ich mach's offscreen. Da ist die Mine. Da waren wir. Da müssen wir rum. Irgendwie müssen wir jetzt da hoch. Naja, da werden wir schon irgendwie hinfriemeln. Na komm. So. Straße ist blockiert, zu überqueren wird einen Greifhaken benötigt. Ist doch kein Problem. Das haben wir doch. Ah, warte mal, ist das da vielleicht schon? Kommen wir da hoch? Ist das die richtige Richtung? Ja, ist die richtige Richtung. Das muss das Ding sein. Oh. Ich sehe gerade. Mit der mittleren Maustaste rastet ihr quasi ein. Quasi eine Aim-Hilfe. Kommen wir jetzt hier hoch. So nicht. Später gibt es ja auch noch den Doppelsprung. Feuerschale. Können wir nicht wegbauen? Tatsächlich. Ah, unten ist auf jeden Fall irgendwie Rambazamba. Da führt ein Weg lang. Frage ist, führt der da hoch? Bestimmt, ne? Der führt da bestimmt hoch. Wo ich mich jetzt hier... nicht schon wieder... Meine Fresse. Das mit dem Fliegen ist manchmal so eine Sache. Okay, wir könnten uns jetzt hochbuddeln. Das wäre die einfache Variante. Machen wir mal. Das ist das Schöne an dem Game. Man kann sich seine Wege selber bauen. Zur Not. Dann machen wir das jetzt halt. Keine Ausdauer. Ja, ist gut. Lass sein. So. So. Sehr gut. Standort oben. Gucken wir, ob es hier eine Straße hochführt. Mich ja schon interessieren. Wow. Dich habe ich ja gar nicht gesehen, mein Kleiner. Knochen. Auf jeden Fall nehmen wir mal Pflanzenfasern mit. Die brauchen wir. Führt hier rum, da führt da hoch. Ich will mal ganz kurz checken. Wasser nehmen wir mit. Ja, hier gibt es einen Weg. Irgendwie hier. Da erstmal abchecken. Wollen wir uns dann nach oben begeben.
Hochweidenwarte. Hat das mal einen Erfolg freigeschaltet. Die Warten, neue Quest. Ja, wir kümmern uns gleich. Hier führt der Weg lang. Oh. Bevor ich da hochgehe, gucken wir uns doch mal die Sachen hier mal an, oder? Das sieht geil aus. Ja, wir wären hier rumgekommen. Wir hätten es nicht machen müssen, aber naja gut. Alternativer Weg, ne? Why not? Ah, da könnten wir uns natürlich da oben... Schade, dass, wie gesagt, das noch nicht ist mit dem... mit den, dass sie hier vielleicht mal irgendwie ein Tastenkürzel einbauen, damit man sich das HUD ausblenden kann. Was echt nice wäre. Na, bedrohliche Musik. Mal ein bisschen umgucken. Ja, hier. Besserchen. Nochmal mal reingucken. Was uns jetzt hier erwartet. Standort ist oben. Müssen wir uns bestimmt irgendwie hoch... Oh, guck mal. Lesen. Die Warten der Erbauer. Strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den unwürdigen Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Erstens, die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Zweitens, die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf diese verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Balthasar. Okay, ein Rätsel. Ein Rätsel. Wir gucken nochmal ganz kurz hier. Sieht so geil aus. Sorry, wenn ich das sage, aber es sieht so einfach nur Hammer aus. Stimmt irgendwie. Warte mal, wir gucken nochmal. Nicht effektiv. Wasser. Ja. Nix hier. Stein. Schade, kein Metall. Metall brauchen wir leider. Okay, Lava. Standort ist oben. So, können wir jetzt hier als Wegpunkt setzen. Wir müssen nach oben. Wechseln mal die Waffe. Verwenden. Ah, okay. Also wir können... Wieder Wasser. Hoppe. Erstmal umschauen, was hier los ist. Metallplatten, finde ich gut. Das lohnt sich schon mal. Knochenmehl, Spektralschild beim Schmied. Da. Okay, nice. Mana-Trank, Wasser. Wachs. Aha. Wechsel mal ganz kurz. Was ist das hier?
Beine, okay, das bringt nichts. Ich höre schon wieder irgendwas. Da ist auf jeden Fall ein Schalter. Wir gehen mal gucken. Was haben wir denn hier? Honig. Manche Türen sind versiegelt. Bestätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Okay. Kiste. Meisterhafter Streitkolben. Okay, wir nehmen dich mal mit. Leider ist unsere Spitzhacke schon ziemlich abgeranzt. Okay, also hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir die Treppe nach oben. Okay, ich sehe gerade zum Rüberschwingen. Metallplatten. Habe ich schon so gesehen. Okay, dann mal. Toi toi. Okay. Warte mal kurz. Entweder treffe ich nicht. Mal, bis wir wieder volle Ausdauer haben. Jetzt wirbel mir mal was rein. Aber nichts zu futtern mehr. Wenn wir noch genug Zeugs eigentlich haben. Knochenmehl. Fallen wir uns die 5 noch rein. Wasser nehmen wir gerne mit. Aha, darüber. Oh, Spikies. Das heißt, irgendwo gibt es ein... Gibt es irgendwie... mit Sicherheit irgendwie... Heiltrank? Why not? Hier gibt es eine Treppe runter. Noch ein Mehl, nehmen wir mal mit. Immer wissen, was da unten los ist. Ah, guck mal. Kiste. Noch ein Heiltrank. Metallplatten, sehr gut. Also Leute, wenn ihr Metallplatten braucht, hier ist es.
braucht er noch nicht mal mehr schmieden. Aber unsere Dings wird gleich im Eimer sein.